Siehst du, da haben wir das wieder. Nein und Halt. Das ist nicht der richtige Weg. Wenn wir Nein sagen, spalten wir schon wieder. Nein sagen bringt nichts. Es geht nicht. Wir müssen Ja sagen zu dieser Welt. Und Ja sagen und wenn wir Nein sagen, spalten wir teilen uns und wir erreichen genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir müssen positiv formulieren, um positive Gedanken auszudrücken, damit wir positive Ergebnisse erzielen. Anders geht's nicht. Da hat ein Nein nicht zu suchen. Wir formulieren das Nein um. Wenn ich sage nicht Nein zum Krieg, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich sage, ich bin für Frieden und Abrüstung. Ganz einfach. Denn Nein ist immer spalten und verhindert, dass wir Ergebnisse erzielen. Danke. Ja, das ist meiner Meinung nach auch ein großer Zwiespalt. Ich glaube, dass die Esoteriker auf der einen Seite, also Esoteriker heißt, ich schaffe die Welt mit meinem Sein, ich bringe Liebe in die Welt, dann wird sie sich formen. Das finde ich, die haben auf jeden Fall recht, dem stimme ich total zu. Ich glaube sogar, dass das überwiegt sogar. Aber ich glaube, dass die Exoteriker, also die glauben, die Welt ist da außerhalb von mir und findet außerhalb von mir statt, ohne meine Beeinträchtigung, egal wie ich drauf bin, das hat eben auch seinen Stellenwert. Auch wenn er meiner Meinung nach kleiner ist. Deswegen sehe ich das eigentlich auch so. Also zumindest Notwehr finde ich eigentlich eine sehr wichtige, sehr wichtigen Ansatz im Strafgesetz, dass man sich eben da nicht strafbar macht, wenn man eine Notwehr ausübt. Das Gleiche gilt meinem Kenntnisstand nach auch übrigens zur Nothilfe. Aber ja, spirituell ist das jetzt wieder eine ganz andere Frage, wie man das dann sieht. Aber da würde ich auch wieder dazu neigen, eben die Mitte anzustreben. Eine Mitte zwischen liebevoll, aber trotzdem auch verteidigend. Mit einem Schwerpunkt auf diesem Liebeskram sozusagen. Ich bin da total dafür und bin, wie gesagt, auch stark esoteriklastig und auch stark freundlichkeitslastig. Frag mich aber immer wieder oft, wo man Widerstand leisten sollte und auch muss. Und da kamen mir folgende Ideen, die ich durch Inspiration von anderen erhalten habe. Und zwar glaube ich, dass es extrem essentiell ist, dass die Gruppen, in denen man sich organisiert, dass die sehr klein sind. Mit sehr klein weiß ich nicht, was ihr darunter versteht. Also ich würde sagen, so einstellige Menschenanzahl. Ganz einfach, weil das schwieriger zu hacken ist, so eine Gruppe. Und mit hacken, da müsst ihr jetzt eure Fantasie spielen lassen, was ich damit meine. Genau, und ich glaube, man sollte auf niemanden warten. Also wartet nicht auf ein zweites Gruppenmitglied, sondern fangt das, was ihr als richtig erkannt habt und als wichtig erkannt habt, schon alleine an. Also so würde ich das dringend empfehlen. Genau. Und ansonsten gibt es Thinktanks übrigens, versuchen viele ins Leben zu rufen. Ich habe auch schon versucht, einen auf jeden Fall ins Leben zu rufen. Hier auf der Mahnwache vor zwei. Einer hat auch ein bisschen geklappt, aber verlief sich dann alles im Sande. Das ist eben so eine Sache. Also man ähnelt sich eben, man muss dann halt auch wirklich extrem kompromissbereit sein, wenn man was tun will, weil die Vorstellungen des anderen überdecken sich eben selten mit den eigenen. Also mein Tipp ist einfach, alleine schon anfangen, nicht auf weitere Gruppenmitglieder warten und die Gruppe klein halten. Ja, und vor allen Dingen was tun. Danke. Wir haben immer viele, viele Jahre gehört, dass nur die Wahrheit befreit. Aber was befreit uns wirklich? Wir haben immer gehört, dass die Politik und die Regierung uns gesagt hat, was wir überhaupt sind. Aber haben wir uns selber gefragt, was wir wirklich sind? Wir bekommen immer Input von anderen, von außen, was wir sind. Aber das sind wir nicht. Ne? Die Wahrheit befreit ist immer drin. Wir müssen nach innen schauen. Ne? Befreiung. Befreiung kommt auch vom Ego. Und immer wenn das Ego ist, wir sind nicht frei.
Wir bekommen auch von der Medizin, es gibt vier Faktoren von der Politik und von der Regierung, die für die Bevölkerung immer bekommen, das heißt Politik, Religion, Wissenschaft und Gesundheit. Von dort bekommen wir immer, was wir machen müssen, was wir glauben müssen auch, und auch Ausbildung. Aber wir reden so viel von Befreiung, von Liebe und von allem, aber wir wollen uns selber nicht frei machen von das, was wir bekommen, zu hören. Buddha hat einmal gesagt, wer spricht über deine Zunge? Und das, was wir sprechen, ist wie zum Tat. Und das, was wir heute sind, ist das, was gesprochen ist. Wir müssen anfangen, hier uns zu verändern. Die ganze Welt regiert nur über die Zunge. Politik, das wir immer geben. Gesundheitliches System, wir immer geben. Aber die Zunge ist das alles, was das Universum bevölkt. Licht in der Zunge, kraftvoll durch Heilmittel, Heilung, Wörter der Heilung. Es gibt so viel Ignoranz in dieser Welt, weil wir immer das Falsche aussprechen. Und wo kommt die Weisheit? Über die Natur, über die Tiere, über die Schöpfung, über die Menschen, die in einer Agrarkultur leben. Die Weisheit kommt nicht von Politik, weil das ist Machtmenschen. Wir sind immer manipuliert von Machtmenschen. Fangen wir heute an, über die Zungen erstmal zu hören, was wir aussprechen. Danke.